So, da sind wir schon wieder bei der Aufgabe, nämlich füge Gegnern Schaden mit Pistolen zu. Die Aufgabe ist eigentlich recht simpel, aber auch nervig in einer anderen Sicht. So, dazu gehe ich persönlich in Gruppenkeile, damit ich es da eigentlich so schnell wie möglich hinkriege. Das würde ich euch eigentlich auch empfehlen, wie immer, dann zur anderen Seite so schnell wie möglich eine Pistole sammeln, Kills machen und schon hat man die Aufgabe auch geschafft. Aber cool, ich werde natürlich gucken, dass ich es irgendwie euch gezeigt bekomme. Aber wenn halt spätestens im Endgame. Ich hoffe aber, wir schaffen es vorher eventuell. Wir werden einfach mal sehen. So, für alle komplett Neuen auf meinem Kanal. Ihr seht unten den Passive-Code. Alle 10 Abonnenten kommt eine Zahl hinzu. Ihr wisst es. Dann sind es nämlich nur noch 4. Und damit kommen wir langsam in den Bereich, wo der Code geknackt wird. Also, wenn du noch kein Abonnent bist, ich dir aber schon öfters helfen konnte, lass doch gerne mal ein Abo da. Du weißt doch, Support ist kein Mord. Ihr bekommt ja auch von mir Support wieder zurück in Hand von Geld. Warte, zählt das hier auch? Warte, warte, warte. Warum zählt das nicht? Müsste eigentlich zählen. Zählt es oder zählt es nicht? Ne, hier zählt es komischerweise mal nicht. Sonst zählt jeder Quatsch. Ne, jetzt zählt es nicht. Das mit dem Sitzen hat gezählt, aber der Schaden mit der Pistole zählt komischerweise nicht. Ich habe nämlich schon gedacht, das wäre natürlich wieder die perfekteste Lösung überhaupt. Es zählt einfach nicht. So, wo werden die landen? Die werden bei Slurpee landen, wette ich drum. Oder Weeping Woods. Wie gesagt, wir müssen uns nicht schwer ausrüsten, wir brauchen im Prinzip nur eine Pistole. Beim Weeping Woods werden wahrscheinlich eher die schlechteren landen. Aber wir gehören ja selber zu den Schlechten, zumindest ich. So, unser Hauptziel ist natürlich jetzt erstmal eine Pistole finden. So, landet hier einer. Aber wenn, ist er wahrscheinlich schon unten. Ich sehe mal nichts. So, Leute, jetzt brauche ich diesmal eine Pistole. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Man findet sonst immer 1000 Pistolen. Da ist schon mal eine. So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch Munition finden und ich bin der glücklichste Mensch auf der Erde. Eigentlich zu. Ach, ich bin in der Zone. Ja, das ist natürlich noch besser. So, die werden wir direkt mal austauschen. Desto besser die Qualität, desto mehr Schaden. Dann müssten eigentlich gleich doch schon die ersten Gegner kommen, nehme ich an. Ah, stimmt, hier ist es ja im Kamin, meine ich. Beziehungsweise in der Wand. Kiste. Nee. So, aber da ist noch eine. Ich sage ja, und macht euch keinen Stress. Ihr werdet sowieso Pistolenschaden machen, ohne Ende noch. Also, falls ihr direkt sterben solltet oder so, die Gegner kommen ja wieder. Ihr trefft euch sowieso in der Endzone. Von daher keine Panik. Das Problem ist klar, ihr könnt immer wieder irgendwo landen in Solo-Matches und versuchen, eine Pistole auf Krampf zu kriegen. Aber ich würde sagen, hier, das ist echt die einfachste Lösung.
So, stimmt, die habe ich noch gar nicht eingesammelt. Ich glaube, ne, noch nicht einmal hier in der Season. Dafür gibt es auch okay. Ach, wie schön. Ich sammle jetzt nur noch Pilze. Kappa. Lootrop ist direkt hier vor uns. Aber eigentlich interessiert uns der ja nicht wirklich, aber ich will natürlich trotzdem wissen, was drin ist. Ich weiß, der Anfang hier ist immer ein bisschen langweilig, aber danach werden wir natürlich auch sehen, wie das Ganze funktioniert. Ich bin ein scheiß Lootrop. Hängt der hier im Baum fest oder was? Komm her! Können wir uns eigentlich gerade noch reinziehen, bis die ersten Gegner kommen. Es wird natürlich ein bisschen dauern, aber ihr seht ja, die Zone ist schon auf dem Weg. Aber langsam könnte hier echt mal der erste auftauchen. Jetzt bin ich gerade überlegen, wo sind wir denn gelandet? Ah, die müssten eigentlich von hier oben dann kommen. Dann, 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 dann. Weil, wie gesagt, die 500 Schaden werden wir definitiv in der Runde hinkriegen. Also, da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Ihr macht eine Runde, spielt halt nur mit der Pistole. Ist halt. Der Anfang ist halt ein bisschen nervig, sag ich mal. Weil die Zone halt nicht direkt zu ist. Och Gott, hier ist noch am Arsch der Welt. Guck mal, ich komme nicht dahin. Als ein Magazin? Ah, schön. Gesagt, die ersten Dullis kommen. Hin. Ja, da haben wir schon die ersten 37. Guck mal, ich bin doch auf dem Traum. Ich verstehe das nicht echt. Da werde ich wahnsinnig bei sowas. Wetten, er hat noch 5 HP. Da wird der Hund in der Pfanne verrückt. So, da hinten haben wir schon den nächsten. Wie gesagt, einfach Schaden machen. Die Kills sind erstmal egal. Hauptsache, ihr macht definitiv den Schaden. Ja, er versucht sich hier irgendwie zu verstecken. Ja, das ist natürlich jetzt richtig übel. Wo ist er? Ja, das war mir klar. Warum schießt er nicht? Ich drücke auf Schießen. Er macht einfach nichts. Nö, hab keine Lust hier zu schießen. Komm, geh runter. Schneller. Aber auf dem Baum landen ist natürlich auch nicht immer die beste Lösung. Da wieder, warum war ich da nicht drauf? So, da brauchen wir nämlich jetzt. Ja, so schießt man eigentlich. Warum funktioniert das bei mir nicht? Da wird nicht.
Da wird man wahnsinnig. So, haben wir es schon. Ja, wir haben das Bauen geändert. Alter. Da bringt auch das Bauen nichts. 20 Schaden fehlen uns noch. Und dann haben wir es geschafft. Ich habe ja gesagt, am Anfang wird es zäh und dann wird es eigentlich ziemlich simpel. Ja, außer man veraimt und der Gegner hat einen schon vorher gesehen. Aber man merkt schon, die Steuerung ist gewöhnungsbedürftig. Zu lenken. Jetzt fehlen uns nur zwei Schaden. Jetzt haben wir es aber. So, den Kill will ich jetzt haben. Ich krieg ihn auch. Nicht ohne eine Shotgun. So, dann würde ich sagen, habt ihr gesehen, am Ende wird es immer einfacher, weil die Gegner immer schneller bei euch sind. Und dann würde ich sagen, an der Stelle haut rein, viel Spaß mit der Aufgabe und man sieht sich bei der nächsten Aufgabe.